So, die zwei hätten wir erledigt. Das war knapp. Wer ist da? Ja, das war nichts. Ich hab was. Er hat mich zwar gesehen, aber er hat so eins auf die Schnüsse gekriegt, dass ihm das wohl nichts mehr geholfen hat. Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen werden. Moment mal, was war das denn? Das war nix, du hast nichts gesehen. Der Typ ist da oben drin. Schätze ich mal, denn hier kann wohl nichts sein. Jetzt beeile ich mich mal, denn hier ist auch schon das Polizeirevier. Okay, da komme ich nicht dran, also muss ich mit so einem sehr coolen Wandsprung dahin kommen. Perfekt, und damit sind wir im Polizeirevier. Gut. Notizen, Notizen, na, Notizen. 5929 war der Code. Fünf, neun, zwei, neun. Perfekt. Versuchen wir einfach mal was richtig Dreistes. Okay, es hat nicht funktioniert, da war ich zu schnell und zu laut, aber ich habe vor, mich halt genau da hinzustellen. Was war das für ein Geräusch? Und abzuwarten, bis er kommt. Ach, so muss das immer klappen. Gut, aber du kommst jetzt erstmal mit nach draußen. Hoffen wir mal, dass da hinten keiner auftaucht während der Zeit. Und dass du uns nicht verpetzt, Junge. Sonst komme ich zu dir nochmal ganz, ganz persönlich. Gut, aber den Hammer und weiter geht's. Automatische Türen sind nicht so dolle. Machen wir uns mal hier wieder Nacht und gucken mal, ob wir was Interessantes im Computer finden. Wir haben einen Speicherstick. Perfekt. Noch mehr Daten. Und zwar von Offizier Bezo Chais Willi an Offizier Givi Kavsatz. Ja, Beweismaterial. Givi, ich weiß, du bist neu hier, deshalb werde ich dir diesmal nicht die Daumen brechen lassen. Sehr nett bei der Polizei, auf jeden Fall. Keine Fragen an Lord Kipanice. Ich habe echt Probleme mit irgendwelchen russischen Namen. Nicht, wenn dir Lob und Leib... Job und Leib lieb ist. Leben lieb ist, verdammt. Ja, ich kann immer noch nicht lesen. Ich glaube, ich sollte echt mal Nachhilfe holen. Lass uns heute Abend einen heben, dann werde ich dir ein paar Dinge erklären. Bezo. Gut. Dort ist einer. Zu. Was war das? Mein Gott, sie haben uns gefunden!
Ich denke, das war halt nicht so gut, aber... Ja, das war nicht so gut. Ich hatte eigentlich vor, den einfach... zu mir zu locken, dass er hier den Raum überprüft oder sowas. Und ich ihn dann, einfach ausschalten kann. Also nochmal schnell die Notiz holen. Und jetzt speichern. Wir wissen jetzt, dass da was auf uns wartet. Aber versuchen wir es mal mit in den Raum reinzukommen. Perfekt. Eine Bewegung und du bist erledigt. Ich will Informationen. Okay. Ich suche zwei Amerikaner, vermutlich tot. Ich, Greco tötet mich. Wo sind sie? Im Leichenschauhaus. Tot. Ich habe dabei geholfen, die Chips aus ihren Körpern zu entfernen. Die Implantate? Ja. Bitte nicht wehtun. Tun sie mir nicht weh. Da bin ich noch nicht sicher. Mehr weiß ich nicht. Ich schwör's. Das ist alles, was ich weiß. Gut, dann wirst du gerade noch mit in den dunklen Raum kommen. Dann werde ich dich zwischen den Regalen mal kurz auf Eis legen. Du bleibst nur bitte hier. Und ich schätze mal, hier hinter sind dann die ist die Leichenhalle, weil hier überall so alte Anatomie, nicht Atonomie, Anatomie Bilder rumhängen. Und die Computer sagen mir hier wahrscheinlich nicht viel. Ach doch. Doch, eine Notiz. Es gibt eine Überwachungskamera in der Halle. War das ein neuer Stick? Ach ja, okay. Dr. Slava Kuniputze an Sergeant Ramas Lotkipanice. Hatten wir schon mal. Die Überwachungskamera ist in der Leichenhalle. Feldwebel. Ich weiß Ihre neue Begeisterung für die Erhöhung der Reviersicherheit zu schätzen. Frage mich allerdings, wofür wir Überwachungskameras in der Leichenhalle brauchen. In meinen fast 40 Jahren als Gerichtsmediziner habe ich noch nie erlebt, dass eine Leiche ein Verbrechen begangen hätte. Ich bin mir sicher, dass es hier im Gebäude andere Stellen gibt, wo Überwachungskameras bei der Entdeckung von Kriminellen sehr viel sinnvoller eingesetzt werden können. Und ich spreche hier nicht von den Aufnahmezellen. Erst letzte Woche durfte ich wieder ein Etikett an so einer armen Seele anbringen. Hatte ein Loch im Kopf von etwas, das mich sehr an einen Schlagstock erinnerte. So wie unsere Polizisten ihn tragen. Wenn es Überwachungskameras im Forschungslabor statt in der Leichenhalle selbst gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich denjenigen erwischt, der in diesem Fall die Beweismittel vernichtet hat. Dr. S. Kuniputze, Gerichtsmediziner. Und wieder ein Beweis, dass es dann nicht so, ja, mit rechten Dingen zugeht. Und dort habe ich auch schon die Kamera entdeckt, aber ich möchte nicht, dass sie mich sieht. Ja, Sam, lern mal richtig so schießen, aber das hat funktioniert. So, was haben wir denn noch? Nochmal ein Medikit, sehr schön. Ich hoffe, die nehme ich in die nächsten Missionen mit. Das wäre sehr praktisch. Und das sieht mir nach unseren Verdächtigen aus. Und Madison. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee. Die jetzt wir kaputt ist. Die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. Gut, was habe ich für neue Notizen bekommen? Okay, der Überwachungsraum der Polizei befindet sich im obersten Stock, ja. Sonst noch was Neues? Nein, das war immer noch von der. Gut. Automatische Türen zacken. Aber hier scheint es in den obersten Stock zu gehen. Gucken wir uns mal kurz um, ob da nicht vielleicht doch jemand drin steckt. Aber es sieht relativ gut aus. Hier auch nicht. Kann ich die Tür irgendwie schließen? Na, die geht wohl von selber zu. Aber wenn ich mich schon hier in dem Treppenhaus aufhalte, kann ich mir auch gerade eine sichere Zone schaffen. Falls da oben direkt irgendwie ein Raum mit Gegnern kommt, dass ich mich hier noch ein bisschen verstecken kann.
Und ja, genau das scheint es gerade. Ja, ich war zu schnell. Ich weiß, ich sollte schleichen. Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Holen Sie den Vorgesetzten. Der ist nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich beschweren. Wenn die sich unterhalten, kann ich mich sehr schön vorbeischleichen, hoffe ich mal. Perfekt, so umgehe ich nämlich gerade das Licht, ohne es kaputt zu machen. Sie wünschen? Sie sind derselbe Polizist. Ja, aber das ist unser PR-Tresor. Okay, hier geht's nach draußen, das ist wahrscheinlich unser Fluchtweg. Natürlich. Ich möchte Sie dann bitten zu warten, bis Sie an der Reihe sind. Das soll wohl ein Witz sein. Ich könnte Sie einsperren lassen, mein Herr. Vor dieser kleinen Ecke habe ich ein bisschen Schiss, denn da könnte ich von dem Typen gesehen werden. Der sich zum Glück mit dem Rücken zu uns setzt und der andere auch unten drin ist. Sehr gut. Gut, somit haben wir es in die nächste Etage geschafft. Wo einfach mal zwei Leute sitzen. Die ich mir dann einzeln kurz schnappen werde. Ist mir gerade egal, wo du rumliegst, genauso wie du da hinten. Aber falls hier in den Räumen noch jemand ist, möchte ich diese beiden zuerst ausschalten. Jesus. Ach. Ich lern's einfach nicht. Computer, falls wir uns hier was Nettes finden können, als an extra Informationen, da aber nicht. Da hinten sieht es auch nicht danach aus, nur noch die Decken. Nee. Gut. Dann gehen wir mal nach und nach die Dinger zu. Das hier sieht mir nach dem Verhörraum aus, aber der Seite mit der Kamera, da die verschlossen ist, versuchen wir mal, die Tür zu knacken. Jetzt habe ich das richtige Wort benutzt. Yeah. Gut, auch wieder ein Computer, aus dem nichts rauskam. Da ich das Licht nicht anmachen will. Aber wir haben Munition gefunden. Yeah. Und wir haben wieder 40 Schuss, das heißt, da waren gut 20 Munitionszeug drin. Munitionszeug, ja. Diesen Raum nebenan möchte ich nicht besuchen, denn der Typ ist zwar bewusstlos, aber ich guck mal gerade in den Raum rein. Ein leerer Raum, perfekt. Und er besitzt einen Lichtschalter, dann wissen wir schon mal, wo wir die beiden Typen jetzt kurz lagern werden. Wenn die Tür so lang aufbleiben würde. Weil ich den da hinten in den Raum legen könnte. Verdammt, Tür, geh mir nicht auf die Nerven. Oh, jung. Du kommst doch mal gerade hier hin. Gut, wir haben nur noch einen Raum übrig, da wir wissen von dem anderen, dass dort der Raum ist, wo der Typ drin steckt, dann muss das hier der Überwachungsraum sein. In dem scheint es Licht zu geben, aber nicht sehr viel. Und da steht jemand drin. Perfekt. Kommst du mit in die Ecke und duff. Da ist auch noch was in der Tasche, perfekt. Und zwar ein Stick.
von Sergeant Ramas Lord Kipanze an Offizier Giso Giorgobiani. Givi. Giso, ich traue Kavsatze nicht über den Weg, ganz egal mit wem er verwandt ist. Ich will nicht, dass er auch nur bis auf Sicht weiter an unser Pferd herankommt. Okay, wer zum Teufel, also ich denke mal, das ist eine Metapher für Pferd im Stall, also irgendwas, was die am Aushecken sind. Gute Arbeit, Fischer. Wir scannen jetzt die Videobänder. Das ist unser Mann. Haben ihn auf frischer Tat erwischt. Kannst du sein Gesicht durch Echelon jagen? Schon geschehen. Hey, seht mal, ein Nummernschild. 84 KP 214. Fantastisch, Fischer. Wir haben, was wir wollten. Treff dich mit Wikes, deine Arbeit ist getan. Wir melden uns später bei dir, wenn das Material gesichtet ist. Perfekt. Damit scheint diese Mission abgeschlossen sein. Wir müssen nur durch den einen Fluchtweg entkommen, den ich eben schon gefunden habe. Die einzige Notiz, die wir gekriegt haben, war... Ja, wir haben das Nummernschild von Vyacheslav Grinkos. Und es heißt Entkommen. So. Jetzt möchte ich dann gerade nochmal etwas leiser sein. Und hoffen, dass ich hier nicht entdeckt werde. Und damit haben wir die Mission abgeschlossen. Yay! So viel dann zu diesem Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute!